Ich habe schon ziemlich viel geschafft, so wie das Buch aussieht. Hallo, ich begrüße euch zur dritten Folge von Package Inspector. Jetzt werden wir mal versuchen, die Regierung nicht zu enttäuschen. Mal schauen, kann ich das wieder überspringen, weil das habt ihr ja alles schon gesehen. Guten Tag, Angestellter. Ach, vergessen wir das. Ja, vergessen, genau. So, okay. Gucke ich mal die Flagge nochmal an. Boralis, Kommunista, Farmigal, Floristan, Kniro, Polska. Okay. Und die Flagge über das rechte Fließband. Okay. Fehlerhafte Pakete werden über das rechte Fließband entsorgt. Okay, das kriegen wir hin. Also, wir starten unsere Arbeit. Ich hoffe, ich bin da jetzt etwas fitter drin. Oder ach nicht, ich klicke doch doppelt. Junge, 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 das dreht sich nicht. Aber ich klebe es zu. Ich würde das Paket. Ja, doch, jetzt kann ich es drehen. Da. Da ist schon mit Sicherheit kein Inhalt mit drin bei den Rieselichen. Somi. Okay, warte. Somi S. Und ein Mond. Ein blauer aber. Also, dann, ja. Dann kommst du dort drauf. Bildet. Sunbay. Okay. Gucken wir gleich. Junge, sind das Risse? Gibt es mal ein Paket, wo kein Riss hat? So. Ich trinke erst mal was. Mir wird schwindlig, wie ihr seht. So, Sunbay. Nee, falsch. Dann kommst du dort drauf. Klingt gut, ne, das Geräusch. Goldstar, okay. Grünlila. Die Musik, die nervt mich so ein bisschen. Die ist so melancholisch, oder? Findet ihr nicht? Ich habe sie extra schon leise gedreht. G. Ne, die sieht anders aus. Also, weg. Und gucke, ob ich dir überhaupt ein Paket verschicken kann. Müllschienen oder so in der Art. Okay. Weißes Ei auf blauem Grund. Warte mal, ich muss mal kurz was trinken. Mir ist wieder schwindlig. Lieber Herr im Himmel. Cola hält wach, ne? Hätten sie gesagt. Ja, ich glaube, da ist nichts mehr. Aber du kommst dort drauf. Inland. Ups. Putz gestimmt? Ach, ich habe nicht noch geguckt. Jetzt war ich mal wieder zu übereifrig. Was ist das? Ozeron. Okay. Grüner Klee, Ozeron. Da gucken wir dann. Vor lauter Trinke und Müdigkeit. Ich denke, ich habe alle Löcher. Ozeron. Oh. Kleeblatt? War Kleeblatt, gell? Ja, das stimmt. Oh, ich kann nur aufs andere Band legen. Das ist aber nett. Bitte. Oh. Junge, bin ich müde. Weil ich noch jedem Paket trinken muss. Tukupstun. Kann ich gar nicht aussprechen, die Länder.
Okay. Drucklitten. Zeichen. Falsch. Ich will's nicht nehmen. Ich will's so hinziehen. Hallo. Du. Ich trinke einfach mal automatisch noch mit dem Paket. Vielleicht ist das dann sinnvoller. Floristan. Nee, Floristan. Ah, doch. Ich glaube, das könnte sogar stimmen. Du. Mich nervt die Musik. Soll ich euch ja anrehinnerlegen beim Schnitt? Du. Floristan. Hey, wieso werden die so dreckig? Hä? Dohi. Zack. Du. Wie viele Pakete muss ich machen, bis ich mal weiterkomme? Das ist ein ganz schön harter Arbeitstag hier. Aber ich glaube, da tut sich dann wahrscheinlich wie bei Papers, Please, die Schwierigkeit wahrscheinlich auch erhöhe. Boralis sieht, glaube ich, anders aus. Ja. Habe ich aber alles. Ja, ich muss trinken. Ich merke, ich war müde. Aber die schiebe man noch weg. Solange ich jetzt okay Porto errechnen muss. Müllchen. Ein weißes Ei auf blauem Grund. Okay. Du. Bin total überfordert. Okay, Müllchen. Ich habe schon ziemlich viel geschafft, so wie das Buch aussieht. M. Ah, stimmt. Gut. Bitte. Wach bleibe. Warten die alle noch auf mich? Doch, schön. Guck mal. Kommunista. Ich glaube, die Sichel stimmt sogar. Ich weiß jetzt noch nicht, ob es so gelb-rot war, aber ich glaube ja. Yep. Dö. Ach Gott. Kann man das mal ein bisschen schneller? Fast schneller? Ich wollte mir das hier einschlucken, du beim Zugucken. Hallo? Wieso kann ich jetzt das nicht nehmen? Was ist das? Harmonie. Ne, Harmonie sieht anders aus. Das weiß ich, da brauche ich noch zu gucken. Mit kein Riss, okay. Molo Paket mit wenig Risse zur Abwechslung. Trudelti. Okay. Jetzt ist. So, was war's drücken? Stimmt. Zack. Ding, ding. Oh, Tag zu Ende, okay. 1050, yay! Guten Abend, werte Zuhörer. Es spricht. Bin begeistert! Der Vernunft Radio. Ey, falsches Paket. Achso, ich krieg $100 pro Paket. Boah, das hätte ich gerne im Real-Life. Nur möchte ich dann keine Steuern zahlen. Welche sich unsere herrliche Regierung ersonnen hat. Unser aller Leben wird sich in Kürze schlagartig verbessern. Da Sie, liebe Zuhörer, es ich glaube, es langt sogar. Aber wenn ich schon freiwillig Steuern zahlen muss, dann nehmen wir doch das. Bigfoot soll restauriert werden, wieder irgendwie zum Zuspruch erhebt, sie sind ziemlich groß. Restaurateur gefunden werden. Zahlen Sie für die Restauration. Okay. Dann zahle ich frei. Liebe Mitstreiter,
Hier meldet sich die taktische Freiheit, die Stimme des Volkes. Leid aus dem Untergrund. Unsere korrupte und unfähige Regierung bereichert sich an euren Hab und Gut, indem es auch noch auf eure letzten Einkünfte Steuern erhebt. Ja. Wollen wir das? Aber ich habe immer hier Gewinn gemacht, gell? Ja, ich bin stolz auf mich. Und wir sagen nicht nur Nein zu diesen Abgaben, sondern auch zu der Staatspropaganda, die uns vormachen wird, dass alles gut ist. Schließt euch dem Widerstand an. Euer Land braucht euch. Yes. Sehr schön. Dann würde ich sagen, danke. Ich komme in Jahr 2 und ich bin gespannt, welche Schwierigkeit uns erwartet. Na, immer noch da. Traumjob, oder? Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.